Hallo Leute, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr so ein bisschen im Edit Mode zurechtkommt. Im letzten Tutorial habe ich euch ja im Object Mode war das, gezeigt, wie ihr einen tollen Wassereffekt erzielt. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie ihr den Edit Mode nutzt. Also startet wie immer zuerst Blender. Wie immer kommt dieses Fenster. So, dann könnt ihr sehen, wir sind hier im Object Mode. Wir drücken Tab. Und wir sind im Edit-Mode. Wir können das auch hier ganz einfach auswählen. So. Nun sind hier wesentlich andere Funktionen als im Object-Mode verfügbar. Hier unten haben wir eine kleine Übersicht. Wir können jetzt, wenn wir E drücken für Extrude, wir wählen Region aus. Region. Dann können wir hier ganze Objekt klonen. Ups. So. Dann können wir aber nicht nur Kanten, wie hier, wenn wir Rechtsklick machen auf einen Punkt, und wir drücken E, können wir diesen Punkt beliebig verschieben, ja? Wir können auch so oft E drücken, wie wir wollen. Wir können immer neue Punkte verschieben. So, machen wir das mal weg. Wir können natürlich auch, gehen wir hier unten auf Edge Select Mode, können wir auch ganze Kanten natürlich auswählen. Wir können diese dann beliebig hier verschieben. So, mache ich mal ein neues Projekt. Nun wollen wir ein einfaches Unterstelldach machen. Wir gehen dazu in den Edit Mode. Wählen hier Kanten. Markieren eine Kante. Gehen mal in die Seitenansicht. So. Und drücken wir E. Und dann drücken wir Y für nur die Y-Achse. So, anschließend drücken wir wieder E und wir drücken Z für die Z-Achse. Schon haben wir hier ein einfaches und simples Unterstelldach gemacht. So, wenn ihr wollt, könnt ihr das noch texturieren. Wenn ihr es noch nicht könnt, im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie ihr Sachen texturieren könnt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja hier jetzt den Wassereffekt anwenden. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie ihr Texturen auf Objekte anwenden könnt. Bis dann. Tschüss.